Hey Leute, willkommen zurück zu Forbidden Siren. Ja, ich habe jetzt letztes Mal mit Kyoya, so hieß er nicht, Kyoya, habe ich noch eine Flasche Sake gefunden. Das habe ich dann draußen gemacht, indem ich einfach den Schuppen aufgeschlossen habe mit dem rostigen Schlüssel, den wir drinnen bekommen haben. Hat mir aber auch kein Schwein gesagt. Es war nämlich die Rede nach dem versunkenen Schlüssel, aber scheinbar war das auch nicht richtig, denn ich habe ja kein optionales Missionsziel gehabt. Deswegen würde ich sagen, ich wähle nochmal ein Level. Ich probiere jetzt einfach so lange alles abzuklappern, weil das hier habe ich ja erfolgreich beendet. Hier zum Beispiel. Das heißt, wir haben es noch nicht das Optionale beendet. Das ist halt die Frage, okay, das ist wieder Risa. Nee, ich muss halt wirklich alles abklappern, weil ich habe sonst keine Ahnung, was ich machen muss. Levelerklärung, Start von hier. Während Kyoya mit der Erkenntnis ringt, dass Miyako blind ist, kommt ihr Bruder Yun und zerrt sie fort. Ich mach's einfach mal. Wobei man gar nicht weiß, ob das ihr Bruder ist, sondern wahrscheinlich ist es einfach nur irgendwie so ein komischer Sektenfuzzi. Oh. So, musste gerade mal einen Schluck Wasser trinken. Ich bin ja mal gespannt. Ob ich jetzt ein optionales Missionsziel habe. Ja, das kennen wir schon. Finden Sie das Grab der Familie Takeuchi. Ja, nicht Takeuchi, Takeuchi. Dankeschön übrigens für die Berichtigung. Nee, finde ich wirklich gut. Ich will mich ja nicht die ganze Zeit hier zum Gespött machen, indem ich die Namen falsch ausspreche. Also das Grab muss ich finden. Das heißt für mich in dem Moment, dass ich gar nicht auf das Mel achten muss, nicht wahr? So, ich besorge mir erstmal kurz wieder den Haken, den es hier vorne gibt. Meine liebste Waffe, also zumindest mit Kyoya, die ich ja die ganze Zeit mit mir trage. Ist das denn? Irgendwo muss es doch hier brennen. Manche wollen einfach nur Shibitos brennen sehen. Ich bin einer davon, muss ich zugeben. Oh, sieh mal. Das ist dieses schöne Symbol hier, was man auch beim Blood Curse hat im PSN. Also ich habe mir das ja schon runtergeladen. Quasi das Remake vom ersten Teil für die PlayStation 3. Hab's aber noch nicht einmal angerührt, weil ich zuerst den ersten und beiden, weil ich die ersten beiden Teile erst durchspielen wollte. Oder eben den ersten und zweiten in dem Moment. Ja, das wird aber noch eine ganze Weile dauern, habe ich jetzt letztens erst wieder für mich so gesagt. Denn nach diesem Teil hier möchte ich erstmal ein bisschen Pause lassen zwischen den einzelnen Spielen. So, ich lasse Miyako jetzt einfach hier liegen oder sitzen, denn ich brauche sie nicht. Es ist ja immer so schön bei den optionalen Missionszielen. Man kann einfach machen, was man will. Also, ne, man muss nicht irgendwie auf Begleiter achten, die sind irrelevant. Man muss hier nur das Ding sammeln. Ja, genau, da ging es nicht rüber, ne? Oh, Flint Joe schießt auf mich, hör auf. Und der Rest ist ja wurscht. Na, Kumpel. Alles klar mit dir. Ich hau dich mal putt, ne? Ja. Zu machen, Freund. Geh mal durch hier. Dankeschön. Gut. Also, es ist wohl nicht ganz ungefährlich, hier durchzulaufen. Besonders da vorne. Oh, ist sie jetzt ja irgendwo? Ich höre sie plärren auf jeden Fall. Naja, ich lasse sie mal sitzen. Hahaha. Miyako, heute bleibst du da. Ich habe keinen Bock, mich um dich zu kümmern. Es ist auch nicht notwendig. Das ist ja das Schöne, nicht wahr? Ja, sagt er auch schon. Freut mich, dass du mir recht gibst, Kyoya. Naja, ich denke mal, das könnt ihr nachvollziehen oder nachempfinden, dass ich nach diesem Teil erstmal ein bisschen meine Ruhe haben will von dem Spiel. Alles ist halt, wie es ist, ne? Es ist anstrengend. Es ist auch nicht immer spaßbringend, leider. Das ist ja das Problem. Ich meine, es hat so seine skurrilen Momente, wenn ich zum Beispiel wieder mit Naoko rumlaufe. Diese Peggy Bundy. Oh. Ja, ich muss sie ja zerhauen. Genau so war's. Aber die meiste Zeit ist es doch sehr anstrengend, weil man auch nicht weiß, was man tun muss. Man wird einfach rumgeschickt. Und dann heißt es ja, moin, mach mal das und das. Und ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollen. Ach, hi. Lass mich in Ruhe. Ich weiß aber, was du von mir willst, du Schwein. Du willst mich angrapschen. Und mich damit töten, warum auch immer er sich davon töten lässt, wenn man angegrapscht wird. Ich meine, es ist zwar nicht schön, aber es ist auch nicht wirklich tödlich. Oh Gott. Ach da fällt mir einer runter. Hihihi. Idiot. Warte mal, da vorne ist dicht. Ich bin jetzt hier aktuell.
Tanklaster, soll ich zum Tanklaster? Verlassenes Auto? Wahrscheinlich muss ich an das verlassene Auto, aber soweit ich weiß, war da ja so ein Flintentyp, oder? Ich geh mal gucken. Kann ich da überhaupt rein? Nö. Dieser Fluss aus Blut, ne? Das ist nicht schön. Ja. Das ist gar nicht schön. Komm ich da überhaupt rüber? Ich muss wahrscheinlich hier ganz außen rum. Einfach mal die Treppe rauf. Rauf, rauf, rauf. Immer die Treppe rauf. Und dann nach Mordor oder beziehungsweise an das verlassene Auto, ne? Ach, warte mal. Ist der Hintereingang zur Kirche sein, aber das ist ein stabiles Schloss. Ja, das kannst du nicht zertrümmern mit deiner kleinen Eisenstange, ne, Kiyoya? Da siehst du mal, geht nicht alles mit Gewalt. Ja, das war ich meine Devise. Ist ja gut, entschuldigt. Ich will ja Kiyoya nicht irgendwie Gewalt. Ach so. Ich dachte, da. Oh, nö. Ist da was am Auto? Brrr. Brrr. Ha! Hallo! Hör mal auf zu grunzen, du Schweinebärt. Nicht schießen! Ah, nicht schießen! Geh weg! Och ne, jetzt kommen sie von allen Seiten, ne? Ich geh mal wieder. Guten Tag und auf Wiedersehen. Lasst mich mal bitte in Frieden. Ah, ha, ha, ha. Ja. Ihr macht mir Spaß, ne? Ihr macht mir Spaß. Ah ja. Hau dir was über ein Date, du Blödmann. Bams. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. Zu zweit ist uncool, habt ihr schon mal gehört, ne? Ich will ja keine Massenkeilerei. Au. Einzeln seid ihr nämlich gar nicht so wild mittlerweile. Ich weiß denn, ich hab den Trick raus. Schlagen, einen Schritt vor und so weiter. And repeat. Ich wollte aber nochmal an das Auto gucken. Kannst du mich. Oh, kommt der wieder, ne? Der hübscheste von allen. Naja. Aber der hat eine fette Spitzhacke, die ist gefährlich, weißt du das? Da kann man Leute wehtun damit. Ja. Hast du gewusst. So. Kann ich da irgendwas machen? Ich kann rufen, toll. Oh, nicht, dass der Pfosten mich da wieder sieht. Verlassen das Auto, die Türen sind verschlossen und ohne Schlüssel nicht zu öffnen. Ja, das ist super, ne? Das ist super. Dann gehe ich mal in den Tanklaster. Ich glaube, da war aber noch einer mit Revolver, oder? Oh Gott. Vorsicht, Vorsicht. Nicht, dass der mich erwischt. Ja, also wenn diese Typen mit Ballereinlagen nicht wären, die Türen sind zugerostet, dann wäre es nur halb so wild, ehrlich. Ein Benzintank. Kann ich da was abzapfen, so mit dem Mund und dann vielleicht Gegner anspucken und anstecken? Das wäre super. Aber ich denke mal nicht, dass es geht. Ich kann mir nicht denken, dass die Engine des Spiels das zulässt. Warte mal. Eiserner Zaun, da bin ich ja durch. Reste des Feuers, da habe ich den Schürhaken her. Start. Ich würde auch gerne hier mal wieder schauen, Leute, wenn es euch nichts ausmacht. Deswegen, ja. Kurze Pause. Okidoki, Leute. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss wohl an das Auto. Denn da stand, gehe zu Auto, finde Schraubenzieher. Ja. Toll, ne? Ist sehr einfach, das Missionsziel, die Beschreibung, wenn man sich das mal so überlegt. Aber könnte sich als Problem herausstellen, denn hier vorne ist so ein komischer Flintenarsch. Ja. Na, schießt du? Ich muss ihn dazu bringen, dass er alle Schuss leer macht. Das wäre super. Bäh. Na komm. Aua! Jetzt, 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 jetzt. Jetzt musst du nachladen, ne? Du Arschgesicht. Arschclown. Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Oh, guck mal, da liegt er ja. Ein Schrauben. Zieher oder ja, Schraubendreher von mir. Ist ja auch egal. Es sagen ja immer mal wieder Leute, es gibt keine Schraubenzieher und es gibt keine Schraubendreher, aber das ist alles Ansichtssache, finde ich. Ist da eine Haut von einem Menschen? Ich glaube, ich pack's nicht. Eine Tierhaut. Okay, ich habe schon befürchtet. Ach so, Leute. Bevor ich es vergesse, das machen wir jetzt mal kurz. Wir gehen mal ins Archiv und ich lese mal den Kram vor, den ich gefunden habe, oder? Das wollte ich ja auch gerne immer mal wieder. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja, occultland.com könnt ihr gerne mal googeln oder gerne mal die Adresse eingeben.
Diese Mitternachtspimpanelle, die habe ich. Pimpanelle, hihi, er hat Pimpern gesagt. Die habe ich beim Haus gefunden, das ich mit Kiyoya und Miyaki verlassen habe. Naja, wollte ich nur mal sagen. Lateinischer Name: Empyphyllum noxypetalum. Na gut, Petal ist, glaube ich, Blüte, oder? Petal? Kommt zumindest aus dem Wort. Eine Sukkulente aus der Familie der Kakteen, Herkunft Zentral- und Südamerika. Bekannt durch ihre blutroten Blüten. Die Mitternachtspimpanelle blüht nur einmal jährlich, und zwar nachts. Die Blüten verwelken, bevor der Morgen dämmert. Symbolbedeutung: versteckter Glaube. Aha, dass man dran glaubt, dass das Ding irgendwann mal blüht, oder was? Kreis der Sterngucker, Hanuda Grundschule. Ein Komet, der nur alle 333 Jahre zu sehen ist, nähert sich der Erde. Kommen Sie und erleben Sie die Wunder des Nachthimmels und entdecken Sie die Geheimnisse des Universums. Datum: 2. August 2003. Zeit: 20 bis 23:30 Uhr. Ort: Hanuda Grundschule, Schulhof des UDB Campus. Mitzubringen: Fernglas, Stift und Taschenlampe. Lass mich raten, der Komet hat da irgendwas mit zu tun? Ja, so ganz grob in den Raum geworfen. Das Götzenbild aus einer Puppe und Fischgräten wird von Plunder auf dem Altar umringt. Es wird gesagt, dass die Einwohner von Hanuda in der Vergangenheit den Fisch als Verehrungssymbol benutzten, um religiöser Verfolgung zu entgehen. Warum auch immer. So. Gut, das hätten wir auf jeden Fall schon mal alles. Ja, ich hab nochmal gespickt. Ich muss zum Schleusentor. Da bin ich aber falsch, ne? Lass mich da wieder rauf. Ach, das ist so doof mit diesen komisch plateauangeordneten Feldern hier. Plateaumäßig angeordneten Feldern. Irgendwo hier muss nämlich der Eingang sein. Ich glaube hier. Jetzt kommen sie wahrscheinlich hier durch. Kommen Sie das? Man weiß es nicht. Gestrüpp wurde beseitigt. Sehr schön. Was auch immer mir das bringt, dieses Grab von Takeuchi zu finden. Flutschleuse schließen. Das muss ja ganz schön schwer sein. Der stöhnt schon, bevor er das Ding überhaupt angefasst hat. So, das Schleusentor wurde geschlossen. Tomoko Maeda, Missionsziel 2. Was? Ach, für Tomoko habe ich das gemacht. Ich dachte, na gut. Warum auch immer, die kenne ich noch gar nicht. Tomoko ist ein weiblicher Name, oder? Ich weiß, ich kenne mich da nicht so aus. Oh oh. So, was ich jetzt aber tun müsste, wenn ich mich nicht irre, ich muss hier runterspringen. Na, spring doch. Nee, muss ich nicht. Hululu, da muss ich hier irgendwo runter. Hier irgendwo. Oh, da ist ja nochmal so ein Schrein gewesen. Oder da drüben muss ich jetzt runterhüpfen. Irgendwo muss ich runterhüpfen, das weiß ich noch. Was ich jetzt so gelesen habe. Ja, das ist halt immer so. Die Komplettlösung ist sehr, sehr komisch. Die ist stichpunktartig und es wird nicht wirklich erklärt, was man tun muss. Das heißt eigentlich nur, gehe dahin, mach das, dann das und fertig. Und das ist dann der Level. Aber wo, das weiß ich halt nie. Es steht immer nur, was ich tun muss, nicht wo. Außer jetzt in dem Fall mit dem Auto, da steht halt, gehe an Auto und mache bla. Aber sehr, sehr selten das Ganze. Na gut, dann versuche ich mal. Nee, kann ich an dem blöden Kreuz hängen hier. Versuche es mal von dieser Seite. Auf jeden Fall soll irgendwo unten in diesem Graben das Grab sein. Im Grabengrab. Ach ja, jetzt kann ich hier runter, supi. Lass mal gucken. Entweder muss ich jetzt links oder rechts. Ich gehe mal links. Und da ist Ende. Sehr schön. Ach ja, wenn ihr das selber mal spielen solltet, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was zur Hölle? Geht's ja gar nicht weiter. Warum geht's da nicht weiter? Muss ich da vielleicht was einkloppen wieder? Nee. Lass mich da rein. Lässt sich nicht dadurch beeindrucken, dass ich draufhau. Das ist schon mal gut. Muss man der Wand anrechnen. Ja. Weil normalerweise ist ja alles ziemlich empfindlich, wenn man es mit so einem kleinen Röhrchen. Also so ein. Wenn man es mit so einem kleinen Stäbchen hier haut. Naja, du springst runter, ich spring hoch. Das ist gut. Machen wir es so, ne? Kommen wir uns nicht in die Quere, mein Freund. Ja, ich laufe jetzt einfach mal ein paar Meter, dann hast du mich schon vergessen, ne? Das ist gut. So seid ihr drauf. So seid ihr Dropper, ihr blöden Chibito.
Also Ohren haben sie überhaupt keine, Augen haben sie wie Adler, aber der Rest ist recht unausgeprägt. Auch das Kurzzeitgedächtnis, wie so eine Stubenfliege. So, bzzz, oh, ich rieche da Essensreste. Bzzz, oh, Essensreste, wo sind sie hin? Egal, ich flieg weiter im Kreis. So ungefähr sind Chibito. Nur, dass ich halt in dem Falle die Essensreste bin. Au, och Mann. Ich muss doch da irgendwo runter, oder? Gleich mal gucken. Ja, irgendwo muss hier das Grab sein, ne? Das ist schön. Auf jeden Fall. Warte mal, vielleicht hier? Ich da runterspringe? Könnte es hier unten drin sein? Vielleicht? Ja, da komme ich wieder zum Lagerhaus. Nee, da geht's gar nicht runter. Es muss dann hier irgendwo sein, dieses Grab. Sag mal, wer versteckt dann ein Grab in sowas? Hier unten, da geht's ja schon wieder rauf. Seht mal. So, so. Ach, guck mal da. Nee, das ist ein Rohr. Im Inneren des Wasserrohrs ist es zu dunkel, um etwas erkennen zu können. Ja, das denke ich doch auch. Sage mal, das ist doch unglaublich. Wahrscheinlich hier oben, oder? Vor allem wäre es auch ziemlich unappetitlich, wenn man in so einem Flutgraben für die Felder einfach mal eine Leiche begräbt. Ach, sieh mal, ich glaube, ich habe es gefunden. Mach Sachen. Take Uchi. Takeuchi, nicht Takeuchi. Mission 2 erfüllt. Ich freue mich, Leute. Ja, ich werde speichern. Auf jeden Fall werde ich speichern. Es war zwar nicht schwer, aber stell euch mal vor, ich müsste das alles mit Miyaki machen. Ah. Oder Misaki? Ne, Miyaki. Ich kenne die Namen doch nicht. Tamon Takeuchi. Deswegen muss ich da die Vorarbeit leisten. Miyata Klinik, Station 2, Eingang im ersten Stock. Erst das Dorf, das es nicht gibt. Und jetzt doch noch das Krankenhaus. Also ich glaube schon, dass es das gibt, muss ich dir mal sagen. Verfolgen Sie Yoriko Annos Spur. Ah, ist das nicht meine Assistentin, diese olle Schnalle? Und ich habe eine Knarre. Oh, ich liebe Charaktere mit Knarren, ne? Auch wenn es mit Akira etwas schwerer ist. Auch 16 Schuss, genauso wie die andere. Warte mal, lass mich mal. Nein, ich will Karte gucken. Kenne ich die schon? Nee, die kenne ich natürlich nicht. Oh. Oh, das ist ja, toll. Oder ich kenne die Karte eventuell. Yoriko Annos Spur verfolgen. Sonst nichts. Ja, das ist schön. Lass mich doch mal kurz die Karte. Also, wir haben. Wie viel Stöcke? Erste Etage. Kann ich da nicht irgendwie die Karte umschalten? Hilfe? Nö, will ich nicht. Ich finde das immer doof. Kann ich nicht. Ja, gut, mit dem Stick kann ich das so bewegen. Toll, das bringt mir aber nichts. Das ist ja spiegelverkehrt. Ich drücke jetzt nach rechts, jetzt drücke ich nach links. Na gut, muss man sich dran gewöhnen. Okay, Klinik, Apotheke, Kellereingang, la 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 la. Ich laufe einfach mal drauf los. Auch nicht Spinnen-Chibitos. Heißt aber, es gibt wieder einen Brain-Bug oder sowas. Also irgendwas, was die Viecher kontrolliert, glaube ich. Ach ja. Natürlich kann ich gleich die Stockwerke wechseln. Ich finde sowas immer doof. Lagerraum. Was haben wir da Schönes? Hä? Was ist das denn? Da ist gar nichts. In den Regalen liegen verschiedene Medikamente. Nichts davon sieht brauchbar aus. Ja, aber schön, dass wir es mal gemacht haben, ne? Dass wir hier reingegangen sind. Verschlossen. Und eben hat mich wieder irgendwas bemerkt. Gehört oder gesehen ist halt die Frage, aber dieses rote Blinken ganz kurz, ihr seht das ja. Das heißt in dem Falle immer, dass mich irgendwas erspäht oder wahrgenommen hat, zumindest. Warte mal, da geht's einen Durchgang, aber ich schätze mal. Tür ist auf. Na supi. Ja, ich gucke jetzt jedes Mal auf die Karte, weil ich halt genau wissen will, wo ich da eine Spur finden könnte, eventuell. Ah! Fall halt von der Decke, du Scheißvieh! Na gut, ist ja immer eine Spinne. Warum hat er so blaue Hände? Hat er in Chimiko reingegriffen oder was? Oder sind das Handschuhe? Ja, hock dich mal hin. Halt mal die Schnauze. So, kann ich jetzt von der Seite vielleicht rein? Ne, ist auch verschlossen.
Warum sind diese Räume immer verschlossen, diese komischen da? Hallo, warum habe ich denn so Einbrüche eben? Spinnt die Aufnahme wieder rum, meine Güte. Ich gehe erstmal an das Ende des Ganges. An den Ende. Nein. Ach, das sind die Patientenzimmer. Schön. Ach, guck mal da. Ist mit einer Kette. Die Kette ist zu stabil und nicht leicht zu entfernen. Sie benötigen ein Werkzeug. Ich habe es mir so gedacht. Es wäre auch mal zu einfach, wenn ich irgendwas ganz einfach machen könnte. Nein, ich muss alles kompliziert sein. Sonst ist ja langweilig. So, da ist überall nichts. Wo finde ich denn eine Zange, sag mal? Oh. Ja, wie? Du lebst schon wieder. Ich habe dich gerade angeknallt. Guck mal, das sind ja Gitterstäbe. Sag bloß, die haben ja Hochsicherheitszellen oder sowas gehabt. Die habe ich gar nicht aus... Die habe ich gar nicht wahrgenommen von der anderen Seite. Ach komm, wir laden mal ganz kurz nach. Zack, zack, klack. Und schauen mal, wo sind wir denn jetzt? Ich müsste jetzt ganz am Ende des Ganges sein. Da müsste die Treppe runtergehen gleich. Aber Leute, ich werde auch hier nochmal eine Pause machen müssen, denn es ist schon wieder soweit. Ich werde noch ein bisschen weiterspielen, schon mal für nächste Woche vorproduzieren. Tralala. Gut, würde mich freuen, wenn ihr mir was Nettes da lasst, also einen netten Kommi, vielleicht noch Kritik, was ich besser machen könnte, vielleicht, vielleicht auch nicht. Noch eine nette Bewertung, wenn ihr möchtet. Und ja, wir sehen uns wieder bei Forbidden Siren.